Einmal haben sich drei Frauen getroffen, sagt die eine: Subhanallah, mein Mann ist überhaupt nicht gut zu mir. Er hilft mir bei nichts. Er hilft mir nicht beim Haushalt. Er hilft mir nicht, die Wäsche zu waschen. Ich muss alles alleine tun. Er ist einfach unbarmherzig. Dann sagten die anderen beiden zu ihr: Schau mal, wenn du ihn daran erinnerst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Dienste seiner Frau Aisha gestanden hat, so wird er sich ein Beispiel daran nehmen und dir helfen. Dann kamen sie zurück. Sie sagten zu ihr: Und? Sie sagte: Ich habe es ihm gesagt. Sie sagten: Und? Ist was passiert? Sagte: Am ersten Tag habe ich nichts gemerkt, am zweiten Tag habe ich nichts gemerkt, am dritten Tag fing er an, mir im Haushalt zu helfen. Die haben gesagt: Allahu Akbar, siehst du, er hat sich ein Vorbild an Propheten sallallahu alaihi wasallam genommen. Dann sagte die zweite: Ich habe dasselbe Problem. Sie sagten zu ihr: Mach dasselbe, vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala wird Barmherzigkeit in seinen Herzen hereinlegen. Dann hat sie dasselbe gemacht. Sie fragten sie: Und? Wie ist es ausgegangen? Sie sagte: Am ersten Tag hat er nichts gemacht, am zweiten Tag auch nicht, am dritten Tag war er wie ausgewechselt. Das war ein Dua, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann gab es eine, die war mit einem Palästinenser verheiratet. Palästinenser sind bekannt. Sie sagte: Ich habe dasselbe Problem mit meinem Mann. Sie sagten: Probier dasselbe. Dann kamen sie zurück, sie sagten zu ihr: Und, wie ist es ausgegangen? Sie sagte: Am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten Tag habe ich nichts gesehen, am dritten Tag ging mein linkes Auge langsam auf. Sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, liebe Geschwister, lernt ihn kennen. Allah.